Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Tide Football zum XXL Stadion Vlog. 4 Stadien in 48 Stunden. Ich freue mich sehr aufs Wochenende, denn ich bin bei 4 Zweitligaspielen vor Ort. Heute am Freitag in Hannover gegen Magdeburg, am Samstagmittag in Paderborn gegen St. Pauli, samstags abends in Düsseldorf gegen Lautern und dann noch am Sonntag in Karlsruhe gegen Schalke. Und ich habe mir mal gedacht, zusätzlich zu den 4 typischen Stadion-Vlogs gibt es jetzt für euch auch nochmal ein extra Video mit allen Stadien hier mit drin, mit vielen exklusiven Einblicken auch darauf, was die ganze Tour so kostet. Ich zeige euch die Hotels, auch da eben offen und ehrlich, was ich dafür so bezahle, die Ticketpreise und all sowas eben summiert. Und vielleicht werdet ihr dadurch auch nochmal ganz gut sehen können, wie ich eben so meine Stadion-Vlogs aufnehme. Also wer Bock hat auf ein paar exklusive Eindrücke, der schaut sich gern das Video an. Wir besuchen 4 Stadien in nicht mal 48 Stunden und jetzt geht's langsam los. Hier ist übrigens auch mein Equipment-Koffer. Wir haben an diesem Wochenende sogar gleich 3 Kameras im Einsatz. Das hier ist meine normale Kamera, mit der ich meine Stadion-Vlogs filme. Hiermit filme ich an diesem Wochenende Stadion-Tests und in Paderborn, was kostet. Und hier liegt sonst die ich gerade in der Hand habe, denn damit filme ich eben dann den XXL-Stadion-Vlog. Also viel mit dabei, einige Powerbanks, einige Akkus, hier unter anderem auch nochmal ein extra Mikrofon, damit das auch alles rund läuft. Auto ist auf jeden Fall voll bepackt. Ihr habt schon gesehen, das Intro von diesem Vlog habe ich aufgenommen. Jetzt ziehe ich mir nochmal extra für Hannover 96 meine grüne Bomberjacke an, um das Intro für den Stadion-Vlog aufzunehmen, denn auch das passt natürlich hier mitten in der Natur. Jetzt habt ihr also auch mal gesehen, wie es bei mir so aussieht, wenn ich ein Intro für den Stadion-Vlog aufnehme. Und jetzt machen wir uns langsam fertig für die Tour nach Hannover. Tank ist auf jeden Fall voll, denn wir haben ja an diesem Wochenende einige Kilometer vor uns. Jetzt gute 219 Kilometer nach Hannover. Wenn man über der Autobahn fährt, hoffentlich ist dort heute Nachmittag nicht ganz so viel los. Denn um 6:30 ist natürlich schon Anstoß. Generell wird der Faktor Zeit auf jeden Fall spannend an diesem Wochenende. Denn es sind schon ordentliche Touren, die wir hin und her fahren durch den Westen gefühlt von Deutschland. Wir fahren natürlich dann auch am Sonntag ein bisschen Richtung Süden, heute noch ein Ticken Richtung Norden. Das wird schon echt interessant, was wir dort so für Eindrücke haben. Denn 4 Orte, 4 Stadien in einem Wochenende ist natürlich schon echt viel auf einmal. Aber ich freue mich auch sehr. Ich hole jetzt meine Freundin ab, denn die fährt zum Glück mit mir. Bin ich auch sehr dankbar für, dass sie das mit mir macht. Wird sicherlich nicht jede machen. Denn ich brauche natürlich auch im besten Falle einer, der mein Auto fahren kann. Beispielsweise nämlich morgen Nachmittag, wenn wir nach Paderborn direkt nach Düsseldorf fahren, sollte ich natürlich auch den normalen Stadion-Vlog von Paderborn gegen St. Pauli so schnell wie es geht bekommen. Deswegen kann ich dann während der Autofahrt schneiden und wir kommen trotzdem gut voran. Also es wird echt für euch sicherlich mal ganz interessant, all solche Eindrücke mitzubekommen und natürlich auch am Ende zu wissen, wie viel kostet eigentlich mal so ein Wochenende, wenn man in 4 Stadien ist, in 2 Hotels übernachtet, plus eben auch die ganzen Kilometer hat, die man so verfahren wird. Das wird echt cool und jetzt geht's auf jeden Fall auf nach Hannover. Haben jetzt auch noch gute 2,5 Stunden Fahrt vor uns nach Hannover. Aufgrund des vielen Verkehrs am Freitagnachmittag werden wir auch sehr viel über Land und Dörfer und so kutschieren. Aber das sollte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Zu Ticketkosten und Hotelkosten kommen wir nämlich später. Jetzt sammeln wir erstmal die ersten Ausgaben. Los geht's, standesgemäß bei McDonald's. Perfekt, danke. 11,77 €. Und da ist die Ausbeute. Jetzt wird gegessen, ganz kurz. Und dann geht's in die Richtung weiter. Angekommen in Hannover. Wir haben ungefähr 3 Stunden gebraucht und jetzt ist 16:30, sprich 2 Stunden vor Anpfiff unseres ersten Spiels an diesem Wochenende. Hannover 96 gegen den 1. FC Magdeburg. Es war schon sehr viel Polizei auf den Straßen. In 2 Stunden geht es auch schon los. Jetzt geht es für uns aber erstmal schnell ins Hotel, Zimmer angucken und dann ins Stadion. Sauwetter auch noch mitgebracht auf dem Weg zum Hotel. Es geht gleich auch zu Fuß ins Stadion. Aber egal, alles für dieses schöne Wochenende mit 4 Stadien. Shitwetter, aber egal. Und da ist direkt auch unser erstes Hotel. Ja, sieht von außen auf jeden Fall ganz schick aus. Das sieht hier auf jeden Fall schon mal ganz cool aus, finde ich.
hat was. Auch der Flur macht schon was her. Also mal was anderes für so einen Fußballtrip. Und das ist also unser Hotelzimmer in Hannover. Ein normales Doppelzimmer mit schön hohen Decken. Das macht schon echt was her, finde ich. Ist ganz cool. Und dann haben wir hier noch das Badezimmer. Schick, kann man machen. Kostet übrigens für eine Nacht gerade mal 75 Euro. Finde ich schon echt kostengünstig dafür, dass man direkt in der Stadt ist. Wenn man uns aber jetzt noch Frühstück hinzugebucht, dann kostet es in Summe für zwei Personen 88,60 Euro. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt geht's auf Richtung Stadion. Das Spannende an diesem Wochenende wird zudem auch noch sein, dass ich eben nicht nur vier Stadion-Vlogs aufnehme plus eben den XXL-Vlog, sondern auch noch zwei Stadion-Tests in Karlsruhe und eben auch heute in Hannover. Hannover hat ja viele von solchen älteren Gebäuden, sag ich mal. Finde ich aber echt schick, das hat was. Jetzt sind wir hier am Maschsee gelandet, der ordentlich voll mit Wasser ist. Schickes Ding auf jeden Fall. Und da hinten dann das Niedersachsenstadion, wie man ja immer noch so schön sagt. Ja, der ist direkt beim Stadion. Also generell hat Hannover Stadion eine gute Anbindung zur Innenstadt. Wir sind heute auch zu Fuß von der Stadt hingelaufen. Auf die so sieht es also aus, wenn ich im Regen für den Stadion-Test etwas aufnehme. Denn auch das wird an diesem Wochenende gedreht. Unter anderem eben hier in Hannover testen wir mal alles beim Stadion. Finde ich, ist immer ein ganz interessanter Blickwinkel. Hier sind wir also am Stadion von Hannover 96. Schönes Ding. Wir haben Eingang Südost, deswegen durften wir nicht noch nicht rein. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen drum rumlaufen, aber tut auch nicht weh. Jetzt sind wir drin im Stadion und mal gucken, was hier heute Abend so passieren wird. Jetzt sind wir hier im Stadion Inneren und da geht es Richtung unserem Block, aber jetzt natürlich erstmal ein bisschen was essen. Und hier sind wir. Geile Sicht. Jetzt haben wir hier unsere nächsten Ausgaben des Tages. Einmal eine Bratwurst für 4,10 Euro und das Bier halber Liter für 5 Euro plus dann auch noch 1 Euro Pfand oben drauf. Jetzt haben wir nochmal eine Cola und eine Bratwurst. Cola kostet hier 4,40 Euro, Bratwurst 4,10 Euro. Und das sind also hier unsere nächsten Ausgaben an dem Wochenende. Und jetzt geht's auch langsam rein hier ins Spiel. Attacke! Geile Stimmung! Weiter geht's. Magdeburg hat dreifach gewechselt. Und da ist das Tor. Nicht auf Kamera, aber Paris Ati gleich aus. Es gibt Elfmeter. Erster Stadionbesuch damit abgehakt hier in Hannover. Wir werden jetzt 8:30 Uhr abends und machen uns jetzt auf Richtung Hotel. Also wieder eine gute Viertelstunde zurück. Ja, das war eine Hupe. Auch typisch, nach Abpfiff hört der Regen auf. Danke dafür. Jetzt geht's Richtung Hotel. Wir haben gerade 8:50 Uhr. Dann wird eben der Stadionvlog geschnitten von heute. Ja, und dann wird sie ausgeruht für die nächsten zwei Tage. Das wird noch ordentlich genug. Angekommen an unserem wirklich schönen Hotel. War ein schnapper Angebot. Hat sich gelohnt. Wenn man nochmal sieht, wie das so aussieht, das macht schon was her.
Jetzt haben wir es kurz nach 10, besser gesagt 22.04 Uhr. Der Stadionvlog ist fertig geschnitten, das Thumbnail ist auch erstellt und jetzt können wir die ganze Geschichte auch online hauen. Und nun ist die ganze Geschichte auch schon online. Um kurz nach 10 kann man das auf jeden Fall noch ganz gut machen. Und damit ist der heutige Tag zumindest mal videotechnisch erledigt. Jetzt geht's eben nochmal ganz kurz heiß duschen und dann schlafen, denn morgen geht's auf jeden Fall sportlich weiter. Erst nach Paderborn, dann nach Düsseldorf. Freue mich auf jeden Fall drauf. Gutes Wochenende bis hierhin. Heute schon sehr gutes Spiel gesehen. Weiter geht's. Bis morgen. Guten Morgen aus Hannover. Tag 2 der wilden Stadiontour steht heute auf dem Programm. Gleich geht es nach Paderborn gegen den FC St. Pauli. Heute Abend dann nach Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Und das wird auf jeden Fall ein spannender Samstag. Vor allem, weil wir natürlich nach dem Paderborn-Spiel relativ zügig nach Düsseldorf müssen, damit das auch wirklich alles zeitlich hinhaut. Jetzt haben wir gerade entspannte 8 Uhr morgens, haben gut gepennt hier in Hannover, auch wenn mein Rücken gerade ordentlich wehtut, bedingt durch ein sehr hartes Bett. Aber egal, es geht gleich erstmal zum Frühstück und dann machen wir uns auf nach Paderborn. Draußen aktuell noch relativ ruhig. Hier haben wir auch nochmal den ehemaligen Stadionsponsor von Hannover mit HDI direkt gegenüber. Und ansonsten ist hier in den Hinterstraßen noch nicht allzu viel los. Auf der anderen Seite vom Hotel ist ja der Hauptbahnhof von Hannover. Hier ist auf jeden Fall alles entspannt. Und jetzt gehen wir erstmal zum Frühstück. Schöne Ausbeute hier vom Frühstück, vor allem wenn man bedenkt, dass die ganze Geschichte, zumindest als Aufpreis, 10 Euro kostet. Top. Hier im Flur gibt es übrigens auch Plätze. Ja, das sieht dann nicht ganz so schick aus wie bei uns. Sachen sind fertig gepackt und somit können wir jetzt erstmal hier auschecken gehen. Wir kamen mit dem Regen und wir gehen mit dem Regen. Vor einer Stunde war es noch trocken, jetzt regnet es wieder und wir gehen zum Auto. Naja, egal. Also, Hannover mit dem Wetter hat nicht so gut gepasst. Jetzt geht's nach Paderborn. Hier gibt es übrigens auch einen Thielenplatz. Der kann ja nur gut sein. Nächster Kostenpunkt fürs Parken zahlen wir hier 15 Euro. Von gestern 16 Uhr bis heute 9 Uhr 15 Euro. Ja, bezahlen wir dann wohl mal. Viertel nach 9 in Hannover haben wir es jetzt und jetzt fahren wir nach Paderborn. Brauchen, wenn alles gut läuft, über die Autobahn gute 1,5 Stunden. Also sind auf jeden Fall ungefähr 2 Stunden vor 5 da, was sicherlich dann auch gut passt. Da sind wir angekommen in Paderborn, haben ungefähr ein Dreiviertelstunde gebraucht. 150 Kilometer sind wir laut Auto gefahren und am Ende auch mal wieder über Land und Berge und Dörfer und eine Justizvollzugsanstalt, so ist es richtig. Also mal wieder in Paderborn an Land einiges gesehen. Jetzt geht's mit dem Bus hinter mir in Richtung Stadion. Wir stehen hier auf dem Park and Ride Parkplatz, finde ich immer ganz angenehm in Paderborn, denn man darf ja auch bei uns heute nicht vergessen, wir müssen ja nach Abpfiff relativ zügig weiter nach Düsseldorf. Es ist nicht ganz so stressvoll wie vielleicht, wenn man nächste Woche tatsächlich Schalke und Lautern mitnehmen möchte an einem Tag. Aber man will ja vielleicht auch mal ein bisschen, eine halbe Stunde zumindest mal im Hotel ein bisschen entspannen können. Und das wäre heute sicherlich ein Ziel. Deswegen wollen wir nach Abpfiff zügig wegkommen und dann im besten Falle 2 Stunden ungefähr nach Düsseldorf brauchen. Und das wäre sicherlich am besten. Deswegen hier am Penta Parkplatz ist auf jeden Fall eine gute Option in Paderborn. Und jetzt geht's auf Richtung Stadion. Unsere Ausgaben am heutigen Tage, wir waren ja nicht bei McDonald's, mussten hier noch nichts fürs Parken bezahlen, bleiben übrigens bei 0 Euro. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt ins Stadion reingehen, gibt's auch endlich wieder eine Bratwurst, lange nicht gehabt und natürlich auch ein schönes Bierchen. Jetzt erstmal schön entspannt ins Stadion. Es hat sich gelohnt, auch relativ früh in Hannover loszufahren. Deswegen haben wir jetzt noch 1,5 Stunden, ein Viertelstunde ungefähr Zeit. Passt. Jetzt haben wir hier einmal das Mittagsmenü auf unserer langen Stadiontour. Schönes Bierchen mit einer Bratwurst. Und die schmeckt auch ganz gut. Und das Bier, Warsteiner, ist auch ganz gut. Was Scharfes am Mittag, eine schöne Spezialwurst hier in Paderborn. Ah, Fußballfan sein ist schon was Gutes. Gibt es natürlich auch noch einmal hier Stimmung zu machen für unsere Mannschaft.
Bundesliga. Geht alles, einen doppelten Applaus für unseren SC Paderborn 07! Danke. Spiel läuft. Ausgaben an diesem Wochenende, eine schöne Pommes mit Mayo, dann haben wir noch ein Brezel mit dabei, jeweils 3,50 Euro. Johannes Eggestein mit dem 1:1. Das also aus der Home Deluxe Arena. Jetzt geht es für uns wieder Richtung Park and Ride Parkplatz mit dem Bus und dann auf nach Düsseldorf. Die wilde Reise geht weiter. Wir haben jetzt 3:15 Uhr, fahren nach Düsseldorf. Das Gute ist, dass meine Freundin fährt und ich jetzt erstmal direkt den Stadionblock schneiden kann von Paderborn gegen St. Pauli, damit er auch direkt online kommt. Und parallel, hört es vielleicht schon, läuft schön WDR 2. Ich finde es echt mittlerweile wieder richtig geil, wenn du nachmittags Bundesliga-Konferenz hören kannst. Gut, gerade ist noch 3. Liga dran. Fühle ich. Also haben wir früher einmal gemacht, bevor es Sky und sowas alles gab. Da wurde auch immer schön samstags, nachmittags Konferenz gehört. Und jetzt habe ich es auch in der aktuellen Saison schon sehr häufig gemacht, weil ich irgendwie echt oft auf dem Weg Richtung Stadion war. Heute eben auch wieder, das passt perfekt. Schön jetzt Vlog schneiden und währenddessen WDR 2 Bundesliga-Konferenz. Wir sind jetzt auch schon auf der Autobahn, haben gerade mal, ich glaube, 5 Minuten vom Parkplatz rausgebraucht. Also das ist echt immer in Paderborn ganz gut, wenn man diesen Park-and-Ride-Parkplatz nutzt, denn da kriegt man richtig guten Weg dann eben auch auf der Autobahn, gut Deutsch auf jeden Fall. Und jetzt geht's los Richtung Düsseldorf. Wir brauchen planmäßig ungefähr 2 Stunden. Und ich denke mal, das wäre dann auch wirklich entspannt. Und jetzt sehen wir hier gleich nochmal rechts das Stadion von Paderborn. Nehme ich euch auch nochmal auf Kamera mit. Da ist sie noch einmal, die Home Deluxe Arena. Immer wieder schön da zu sein. Und jetzt geht's Richtung Düsseldorf. Und wer sich von euch vielleicht jetzt gerade schon fragt, von denjenigen, die sich auf der Autobahn auskennen, warum fahren die denn gerade erstmal Richtung Bielefeld? Ich war jetzt schon ein paar Mal in Düsseldorf im Stadion und hatte jedes Mal Probleme, wenn ich durch Dortmund, durch Bochum, durch Essen durch musste. Deswegen fahre ich persönlich lieber ein paar Kilometer weiter über die A2, was aber teilweise genauso schnell geht, und habe dann meine Ruhe. Und deswegen machen wir das heute nämlich auch so, denn es muss ja auch zeitlich alles ein bisschen passen hier und heute, damit wir auch wirklich alles unterkriegen. So sieht es dann übrigens aus, wenn ich während der Autofahrt einen Stadionblock schneide. Hier ist gerade das Video rund um Paderborn gegen St. Pauli. Geradeaus ist die Autobahn und nebenbei läuft noch WDR 2 Liga Live. Wunderbar! Und was natürlich dann an so Wochenenden wie diesem auch sehr wichtig ist, während der Autofahrt Geräte aufladen. Ich habe während dem ganzen Wochenende 3 Kameras im Einsatz. Powerbanks natürlich auch wichtig, Laptops müssen geladen werden, Handy muss immer voll sein. Und das ist eben auch dann immer wichtig während dieser Autofahrt. Stadionvlog ist damit schon mal fertig geschnitten. Jetzt um 20 nach 4. Hat ein bisschen länger gedauert als zum Beispiel gestern Abend. Ist aber halt auch logisch. Im Auto, da ruckelt es ein bisschen mehr. Das ist nicht ganz so bequem wie am Schreibtisch. Aber der ist auf jeden Fall jetzt fertig geschnitten und wird jetzt natürlich auch direkt hochgeladen. Wir hören ja parallel auch die Konferenz der Bundesliga. Ist ja schon wieder komplett wild, was da abgeht. Also wie viele Tore dort in der ersten Hälfte schon wieder gefallen sind. Frankfurt 3-1, Leipzig 2-1, Wolfsburg 1-1, Freiburg 2-1, Stuttgart 1-0. Also da geht natürlich so richtig die Post ab. Geil! Abfahrt Gelsenkirchen-Buhr. Nein, es ist leider kein Schalke Heimspiel. Da war ich schon gefühlt über einen Monat und lange nicht mehr. Und es ist wirklich so. Aber morgen auswärts in Karlsruhe. Und jetzt sind wir hier an der Arena. Denn da hinten erstrahlt
Der alte Flutlichtmast vom Parkstadion. Geil. Düsseldorfer Flughafen. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Auch die Merkur-Spielarena von der Fortuna ist ja nicht viel weiter weg. Ist ja alles beieinander hier. Jetzt sind wir hier in Düsseldorf und jetzt muss auch erstmal getankt werden, damit wir morgen auch die weite Strecke nach Karlsruhe hinbekommen. Ich sage euch natürlich auch gleich, was wir hier in Summe getankt haben, also was das für Ausgaben sind, denn auch das gehört logischerweise zu dem Wochenende hinzu. Finde ich auch selber da mal ganz interessant im Nachhinein zu sehen, wie teuer dann dieses Wochenende insgesamt tatsächlich sein wird. Parallel läuft ja auch schön, Bundesliga-Konferenz ist gleich vorbei, geht nochmal ordentlich rund und hier ist jetzt auch mein Stadion-Vlog fertig. Er ist fertig verarbeitet, alles gut, was die Musik angeht und der kann nun also um 16:45 auch online gehen. Fertig getankt bei Shell und das hat genau 78,62 € gekostet. Damit sollten wir auf jeden Fall auch morgen nach Karlsruhe kommen und im normalsten Falle auch von Karlsruhe wegkommen. Müsste eigentlich jetzt reichen. Und jetzt geht's auch auf Richtung Hotel. Passt zeitlich alles wunderbar heute. Das ist übrigens unser Hotel. Sieht jetzt nicht ganz so schick aus wie gestern in Hannover, das Grand Hotel. Aber für eine Nacht reicht auch das logischerweise. Ist auch durchaus kostengünstig in der Nähe vom Stadion an der Autobahn. Was will man mehr? Passt für so einen Trip auf jeden Fall sehr gut. Kleine Roomtour auch hier in Düsseldorf. Zack, hier sind wir. Ja, auf den ersten Blick vom Stil her natürlich ein Ticken altmodischer als gestern, aber, und das finde ich immer ganz cool und angenehm, egal welche Möbel das jetzt sind und wie modern es ist schön groß, es ist viel Licht und das ist meiner Meinung nach dann auch die Hauptsache, vor allem für eine Nacht. Hier haben wir noch den Schreibtisch, der heute auch wieder wichtig werden wird fürs Schneiden nach dem Spiel. Hier ein kleiner Flur mit Spiegel, traumhaft. Und dann haben wir hier noch das Badezimmer. Und das ist sogar neu. Also ich finde, das geht auf jeden Fall klar. Denn vor allem auch für den Preis, für eine Nacht, ist das hier meiner Meinung nach optimal. Wir zahlen nämlich hier 85,50 € für ein Doppelzimmer, für zwei Personen. Ich glaube, da ist sogar schon das Frühstück mit drin, wenn man das dann eben auch morgen früh noch eben möchte, bevor wir nach Karlsruhe weiterfahren. Und für den Preis, für die Lage, wir können zum Stadion laufen, wir sind direkt auch hier am Flughafen und somit auch direkt an der Autobahn, ist das wirklich optimal. 6:30, jetzt geht's los Richtung Stadion. Und somit noch gute 2 Stunden bis zum Anpfiff. Also alles relativ entspannt heute. Bin mal sehr gespannt, wie viel auch gleich schon am Stadion so los sein wird. Auf dem Weg zum Stadion sind wir jetzt auch hier an einer gut befahrenen Kreuzung angekommen. Denn natürlich wird es auch automäßig sehr, sehr voll rund ums Stadion sein. Deswegen sehr entspannt hier zu Fuß anzureisen. Schön mal wieder in Düsseldorf zu sein und dann auch zum Topspiel gegen Kaiserslautern. Stimmungsmäßig wird das auf jeden Fall richtig gut. Sportlich normalerweise auch, wenn beide so weitermachen wie bislang. Wir gehen jetzt mal langsam rein und das Schöne ist, wir sitzen hier in der Nordkurve. Ich kann euch leider noch keine Bilder vom Innenraum zeigen, weil wir hier seit 20 Minuten in der Schlange stehen. Das nervt gerade so ein bisschen. Lange Schlange. Wir haben uns jetzt mal direkt fürs Spiel eingedeckt mit 2 Krakauern, 1 Portion Pommes, 2x Cola und eine Sprite. Sieht auf einmal sehr viel aus, kostet 31 € insgesamt. Aber ganz im Ernst, bei den Schlangen hier muss das auch sein. Und hier sehen wir. Wow. Köln! Die Nummer 2, Takashi! Mit dem Mann Isaac! Alter Schwede! Wow! Bitte 27, Dede! Fortuna! Fortuna! Fortuna!
deutsche Treffer! Und Düsseldorf gleich aus. Auch das nicht auf Kamera. Junge, Junge, Junge. Und da sind wir auch wieder. Und jetzt geht's auf die Plätze. Das war es also hier vom Stadion. Auf dem Rückweg nochmal die Pfandbecher genutzt für eine Krakauer. Wer ist da so wenig Bratwurst an diesem Wochenende, ist umso mehr Krakauer. Und jetzt geht's auf Richtung Hotel. Jetzt müssen wir hier noch einen kleinen Umweg laufen. Ich denke mal, man soll nicht am Auswärtsblock herkommen. Ja gut, dann dauert das auch nochmal ein bisschen länger hier. Hier ist ordentlich was los. Heieiei. Viertel nach elf. Puh, da sind wir wieder am Hotel angekommen. Jetzt geht's hoch ins Zimmer, besser gesagt ins Studio. Denn jetzt wird erstmal noch gearbeitet. Schön den Stadionvlog schneiden. Hoffentlich ähnlich schnell wie gestern in Hannover. Dann kommen wir auch zügig ins Bett. Denn morgen früh geht schon deutlich früher los als heute Morgen nach Karlsruhe. Sportliches Wochenende. Aber ich freue mich wirklich, weil das einfach ein cooler Trip ist. Wir haben es jetzt kurz vor 11:30. Hier laden schon mal die Kameras auf für den morgigen Tag. Und dann haben wir hier so langsam auch den Beginn meines Stadion-Vlogs. Gerade werden noch die Daten übertragen von der Kamera auf meinen Laptop. Und währenddessen habe ich hier schon mal die ganzen Torschützen eingetragen. Und das wird eben dann nachher auf den Stadion-Vlog draufgesetzt. Also was da auch heute in Düsseldorf wieder stimmungsmäßig vor dem Spiel abging, mit diesen Choreos, mit Pyro und sowas, das sah schon richtig geil aus. Also ich hoffe, wenn ich jetzt in diesen Vlog bringe, habt ihr den Stadionvlog schon gesehen, dass der auch wirklich gut bei euch ankommt. Das war so geil vor dem Spiel da. 0:34 Uhr, der Stadionvlog ist fertig. Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Alles ist gecheckt, alles ist okay. Thumbnail ist auch erstellt. Und dann kommt das gute Ding morgen um 8 Uhr online. Somit war's das von mir hier und heute aus Düsseldorf. Jetzt wird ein paar Stunden geschlafen, ungefähr 6 Stunden bis morgen um 7. Denn dann geht's schon weiter Richtung Karlsruhe. Auch dort wollen wir natürlich früh mit dabei sein. Also jetzt ein bisschen Kraft tanken und dann morgen endlich Spieltag rund um Schalke 04. Moin und Glück auf aus Düsseldorf. Jetzt ist also der Spieltag angerichtet für unser letztes Spiel an diesem Wochenende. Karlsruher SC gegen den FC Schalke 04. Und natürlich ist das das Spiel, worauf ich mich schon sehr, sehr lange natürlich hier auch mit am meisten gefreut habe, dass wir vor allem auch dieses Projekt, dieses ein Wochenende, 4 Stadien, 48 Stunden mit einem Schalke-Spiel abschließen können. Ich bin zum ersten Mal in Karlsruhe im Wildparkstadion und freue mich sehr darauf. Und ja, jetzt haben wir gute 3,5 Stunden Fahrt ungefähr vor uns, je nachdem wie voll eben auch die Autobahn so sonntagsmorgen sein wird. Wir sind früh dran, ist aber sicherlich auch nicht verkehrt so. Und jetzt machen wir uns langsam auf den Weg Richtung Karlsruhe. Sachen sind auf jeden Fall schon alle zusammengepackt. Gestern Nacht habe ich ja noch den Stadionvlog von Düsseldorf gegen Lautern geschnitten. Der kommt auch gleich schon online, während wir uns jetzt auf den Weg also machen Richtung Autobahn. Und somit ja, geht es hier auf jeden Fall gleich los. Die Flugzeuge starten auch schon, wie man da oben sehen kann. Wobei auf Kamera sieht man es nicht ganz so gut. Und wir starten also jetzt auch in unserem Auto Richtung Süden. Was hier übrigens ganz interessant ist im Hotel, hier ist Zimmer Nummer 218, hier 318 und dann geht es hier eine einzelne Treppe hoch. Und das ist bei jedem Zimmer so, also hier gibt es zig Treppen in diesem Hotel. Da sind wir also endlich mal wieder im Auto, lange nicht hier gewesen und jetzt haben wir 7:45 Uhr, fahren jetzt nach Karlsruhe, mal gucken, wie lange wir so brauchen werden. Da sind wir doch in Karlsruhe angekommen um 11.20 Uhr, also etwas mehr als 2 Stunden vor Anpfiff, hat alles wunderbar funktioniert und jetzt machen wir uns mal auf Richtung Stadion. Ich glaube, in die Richtung geht es Richtung Karlsruher Innenstadt, auch das sieht echt schon ganz cool aus und dann haben wir eben hier das Schloss, schon beeindruckend. Und da hinten erstrahlt auch schon das Stadion. Wir sind angekommen am BB Bank Wildpark. Und hier
ist unsere Sicht aufs Spielfeld. Und die finde ich persönlich wirklich gut. Was darf nicht fehlen bei einem Fußballspiel? Natürlich das Bier. Hier von Rot aus gab es in Freiburg damals auch. Halber Liter kostet 5,10 Euro. Sehr schön. Ich habe zwar noch gar keinen Hunger nach den ganzen Stadien, die wir so abgeklappert haben, aber Durst auf jeden Fall. Viertel nach vier, wir sind wieder im Auto und nun haben wir noch einen Weg vor uns und zwar wieder nach Hause. Ich mache mich jetzt dran an den Schnitt vom Stadionblock KSC gegen Schalke. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, ergebnistechnisch war das nichts aus Schalker Sicht. Kurz vor halb sieben und der Stadionblock ist fertig. Hat heute einen Ticken länger gedauert, weil auch ein bisschen länger geworden ist aufgrund des Ergebnisses bei Karlsruhe gegen Schalke, aber jetzt ist das Ding auch fertig. Und fertig ist damit auch dieser XXL-Stadion-Vlog aus der zweiten Bundesliga. Wir haben in den vergangenen nichtmals 48 Stunden tatsächlich vier Zweitligaspiele gesehen. Am Freitag hat alles begonnen in Hannover gegen Magdeburg, gestern Mittag in Paderborn gegen St. Pauli, dann zum Topspiel der Woche Lauter gegen Düsseldorf und heute dann noch Karlsruhe gegen Schalke. Ein wilder Trip, ein krasser Trip. Und jetzt habe ich für euch nochmal insgesamt zusammengefasst, wie viel das tatsächlich gekostet hat und wie viele Kilometer wir mit dem Auto auch zurückgelegt haben. Denn ich wollte euch ja hier auch ganz offen und ehrlich sagen, was das eben dann alles so kostet, als Stadionvlogger an einem solchen Wochenende unterwegs zu sein. Und ich war gerade selber überrascht beim Zusammenrechnen. Wir sind ja gerade hier auf der Rückfahrt, da hatte ich ein bisschen Zeit dafür. Und nun kommen wir also dazu. Ticketausgaben für mich als Einzelperson sozusagen waren am Ende 115,20 Euro. An sich sogar noch relativ günstig für drei Spiele oder für vier Spiele, denn wir haben ja nur für drei bezahlt. Das in Düsseldorf war ja kostenlos. Die beiden Hotelübernachtungen, die haben insgesamt 164,50 Euro gekostet und für den Sprit haben wir 148,62 Euro bezahlt. Wir haben ja gestern einmal in Düsseldorf getankt und tanken gleich nochmal, da habe ich jetzt pauschal mal 70 Euro genommen. Und somit haben das also unsere Spritausgaben. Wir haben ja gerade schon mal unsere Spritkosten hochgerechnet. Und apropos Sprit ist natürlich dann auch immer ganz interessant, wie viele Kilometer sind wir denn tatsächlich gefahren? Und das sind 1185 Kilometer quer durch den Norden, Westen und Süden von Deutschland, wo wir in diesen Wochen unterwegs waren. Also auch das ist sicherlich nochmal echt interessant. Ja, das sind schon Strecken, die wir zurückgelegt haben. Essen und Trinken, was wir so in den Stadien gestern getrunken haben und auch zwischendurch, waren am Ende tatsächlich 119,57 Euro. Da denkt man erst immer, boah, ist ja ganz schön viel Geld, was man so für Essen ausgibt. Aber das summiert sich dann schon echt sehr, sehr schnell. Apropos summieren, wenn wir dann die ganze Geschichte mal zusammenrechnen mit Sprit, Hotel, Ticket, Essen und Trinken, dann haben wir an diesem Wochenende Gesamtausgaben von 547,89 Euro. Das ist dann schon eine sehr, sehr stolze Summe für diese drei Tage. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Klar, ich habe auch währenddessen vier Stadion-Vlogs aufgenommen, plus diesen Vlog, plus auch tatsächlich in jedem Stadion ein extra Video. Und das sage ich euch auch offen ehrlich, mache ich natürlich nicht nur, um euch coole Videos zu liefern, sondern logischerweise auch, um ein bisschen Geld damit zu verdienen. Ich bin gespannt, ob ich am Ende vielleicht bei einer Null rauskomme, vielleicht ein bisschen Plus mache.
kann ich noch nicht wirklich gut abschätzen, aber es war ein richtig cooles Wochenende mit hohen Ausgaben, aber auch mit einem sehr, sehr hohen Unterhaltungswert. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn bei euch die ganzen Videos gut angekommen sind. Wenn ihr diesen Vlog seht, sind schon 4 Stadion-Vlogs logischerweise online. Fortuna für alle gibt es auch nochmal ein extra Video. Es gibt Stadion-Tests vom Karlsruher SC und von Hannover 96. Plus auch noch, was kostet ein Stadionbesuch beim SC Paderborn. Also sehr viele Inhalte erstellt an diesem Wochenende. Und das freut mich für euch und für mich eben auch, weil es einfach unglaublichen Spaß macht. Trotzdem muss das auch nicht jetzt zwingend jedes Wochenende so sein, denn natürlich war es auch anstrengend. Allein die kurzen Nächte in Hannover und Düsseldorf, ich finde es immer schön, wenn man im Hotel ist, weil man eigentlich entspannen kann. In dem Sinne war es aber eher nur dafür da, ein bisschen zu schlafen, um eben auch dann kilometermäßig einfach einen Vorteil zu haben und jetzt nicht irgendwie zwischendurch nach Hause zu fahren, denn das hätte sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es war ein geiles Wochenende, ein fußballintensives Wochenende in der zweiten Bundesliga, was echt Spaß gemacht hat. Ich bin froh, dass ich sowas machen kann, dass man eben auch ein bisschen Geld wieder reinholen kann durch diese Videos, dass man den Spaß, den man daran hat, vielleicht noch mit euch teilen kann. Und was auch auf jeden Fall gut war, dass meine Freundin mit dabei war, dass sie das mit mir gemacht hat, denn dadurch konnte ich eben nach Paderborn und heute nach Karlsruhe direkt auch die Stadion-Vlogs für euch schneiden. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und somit bin ich jetzt mal gespannt auf eure Meinung zu diesem Video. Soll ich sowas mal öfter machen, so sozusagen Blick hinter die Kulissen, wenn es sich denn anbietet, bei zum Beispiel 2 oder 3 Spielen am Wochenende? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Just you and